Hallo Leute, da bin ich wieder. Diesmal aus Wismar am Bahnhof. So ein schöner, kleiner, schnuckeliger Bahnhof hinter mir. Den schauen wir uns natürlich gleich näher an. Ich bin auf dem Weg nach Rostock. Da habe ich jetzt so einen Zwischenstopp gemacht, mal hier in Wismar. Was ich da so erlebt habe, alles nach dem Intro. Bis gleich. So, dann schauen wir uns den Bahnhof mal an mit seiner schönen Bahnhofstour. Ich habe so ein bisschen versucht mal zu recherchieren auf die Schnelle, was für ein Bahnhof das hier ist. So wie das, ich hatte das schon mal euch mal gesagt, ein Endbahnhof oder Kopfbahnhof. Hier enden die regionalen Züge und dann fahren sie auch direkt wieder weiter. Wie hier zum Beispiel, hier steht auch zufällig gerade einer. Es geht hier nicht mehr weiter, die kommen bis hierhin und dann fahren sie wieder zurück. Ich gehe mal in den Bahnhof rein, vielleicht können wir uns diesen Zug da mal näher anschauen. So, hier ist wohl der Eingang. Ja. Beim Reinlaufen habe ich da hinten auch den Zopp entdeckt. Wie ihr sehen könnt, da stehen schon ein paar Busse. Heute ist Sonntag, hier wird nicht allzu viel los sein. Deswegen nehmen wir alles mit, was wir sehen können. Abfahrt 12:24, 24 Cottbus, Schwerin, Cottbus, Tessin und so. Ja, so schaut es hier aus. Aber das hier, wenn das ein Endbahnhof sein soll, geht es auf der Seite irgendwie noch weiter. Nur der eine Zug, da ist Ende. Ja, da müsste ich mich mal ein bisschen schlauer machen. Richtung Rostock und Tessin. Doch, das geht ja doch hier noch weiter. Dann ist es so ein Teils, denke ich mal. Die Regionalbahn, die hält da wohl, weil, seht ihr ja, Kopfbahnhof. Und auf der Seite ist aber auch ein Durchgangsbahnhof, so wie es ausschaut. Ja, mal schauen. Müsste ich mich mal schlau machen. Aber hier ist definitiv Ende. Ja, wo fährt der hin? Nach Ludwigsburg oder in den Ludwigslost. Keine Ahnung, wo das liegt. Sowas habe ich aus der Nähe auch noch nicht gesehen. So Weichenstellungen. Schaut mal hier, wie die hier gewechselt werden. Das finde ich immer so interessant, wenn sie von einer Spur kommen und dann von der Spur zu eins werden. Ja, sagenhaft, wie das alles funktioniert. Ja. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich hier in Wismar. Dort ist der Kollege. Ich weiß nicht, was für ein Zugmodell das ist. Vielleicht könnt ihr das wieder erkennen. Ja, ich denke mal, nichts Besonderes, oder? Ja, hier können wir lange warten. Heute ist Sonntag, wie gesagt, wird wohl sehr wahrscheinlich nicht mehr allzu viel kommen. Deswegen laufen wir gleich mal rüber zum Zopp, ob wir da noch was Schönes aufnehmen können. Und ansonsten vielleicht in der City noch. Mal schauen. Bleibt einfach dran. Hier nochmal der Eingang. Wenn man hier rauskommt, hier vom Zopp, ist auch nichts Besonderes hier. So ein ganz kleiner Reisezentrum haben die aber hier sogar auch. Wenn man die Fahrkarten kaufen will oder so. Informationen, die gelben Abfahrtspläne kennt ihr ja bereits. Und hier geht es dann eben halt zu den Gleisen. Wenn man noch ein Foto braucht, kann man auch noch ein Foto machen. Wir laufen jetzt auf jeden Fall wieder raus. Fahrkartenautomat haben die natürlich hier auch. Hab schon gedacht, da kommt ein Bus, aber es ist ein Feuerwehr. Oh, jetzt sind die Busse weg. Gerade war hier ein schöner Bus. Ah, da hinten geht es noch weiter zum richtigen Zopp. Ich laufe mal bis dahin mit euch und melde mich gleich wieder, weil da steht ein, zwei Busse. Sonntags ist immer blöd, aber ich habe eben halt auch nur mal Wochenenden frei. Das nutze ich dann mal so aus.
Es scheint hier auch alles neu gebaut zu sein. Direkt am Bahnhof, keine 100 Meter. Da kommt einer, der hat Dienstfahrt drauf. Einen schönen, könnt ihr ja sehen, LE oder was wir immer sagen dazu. Ja. Ah, da stehen auch noch welche. Ja, die haben wohl hier die Farben gelb, weiß. Ja, ich gehe mal näher dran. Sitzen da, glaube ich, keine drin. Wie gesagt, sonntags ist immer blöd. Da wird immer gespart. Fahren nur vereinzelt Busse. Da sind auch keine Schulen. Sonst Linienbetrieb lebt ja eigentlich von den ganzen Schulfahrten und so. Ja. Hier stehen sie rum. Ja, der eine Kollege ist nur im Einsatz da ganz hinten. Aber hier vorne, die können wohl die Busse hier hinstellen. Schön MAN sehe ich da gerade. Ein Setra, Doppelachser sogar. Ja, aber wirklich nicht schlecht. Aber die MANs, die haben oben so einen Aufbau drauf. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Die sehe ich auch zum ersten Mal mit so einem großen Aufbau. Gas kann das ja wohl nicht sein. Komisch. Ich frage den Jeffrey mal, ich schicke dem mal ein Bild. Mal gucken, was das für einer ist. So, ich habe den Jeffrey mal gefragt, noch keine Antwort, was das für Busse sind. Da kommt so ein schöner Setra noch hier rein gefahren. Das ist wohl ein Nahbus, was hier fährt. Mal gucken, wo sind die denn ansässig hier? Nordwest Mecklenburg GmbH. Aha, okay. Beförderung nur mit medizinischer Maske. Auch nicht schlecht. Jo, aber der ist auch sehr schön. Schaut mal, Doppelachser. Schön Setra. Ja. Wie heißen die? S418LE Business. Ah, LE wieder für, guck mal, vorne. Ne, ganz normal. Und hinten können die höher sitzen. Wirklich eine schöne Mischung. Ganz viele Sitzplätze hinten. Ne, bis in der Mitte, bis vor der Tür, ist es wie so ein Hochdeckerbus. Und dann geht es so ein flach runter. Und dann hat man einen Niederflurbus. Wirklich sehr schön. Zwei in einem. Und der weiße, hier ist auch so ein 15-Meter-Bus. Schaut mal. Der scheint aber irgendwie länger zu sein als der, oder täuscht das? Ne, das täuscht nur, sind die gleichen. Ja. So, Jeffrey hat mir geantwortet. Er sagte auch, das müssten Erdgasbusse sein. Ja. Ich habe erst an Wasserstoff gedacht, aber wo sollen die das? Wie in Nürnberg damals, wo ich gefilmt habe, die haben auch so Hütchen aufgehabt. Ja, das könnte echt sein, dass oben der Tank dann ist. Wirklich nicht schlecht. Ja, mal gucken, vielleicht von der anderen Seite können wir auch ein bisschen reingucken, reinlunkern, was da so los ist. Weil solche Busse komme ich ja selten dran. Und einfach so CNG, ja, das haben wir doch schon. CNG ist doch die Abkürzung für Gas, denke ich mal. So, dann schauen wir uns den mal von der Seite an. Können wir mal reingucken. Schöne Vierergruppe haben die hier. 1, 2, 3. Und auf der Seite können sich auch noch welche hinsetzen. Ja, schade, das kommt nicht rüber. Ich sehe mich selber im Spiegel da. Und hier auch schön mit zwei Rollstuhlplätzen, Kinderwagen. Richtig viel Platz. Ja, wirklich toll. Auch hier mit diesen Bürsten und so. Ja. Wirklich ein schöner Erdgasbus oder Gasbus CNG. Ich laufe mal weiter wieder zum Bahnhof, aber ich habe Rot. So, und da vorne steht so ein Erdgasbus oder Gasbus. Hört sich komisch an. Man sagt ja auch nicht so einen normalen Bus, ein Dieselbus. Ne? Aber ist eben halt so einer. Mit dem Hütchen da drauf, der MAN, den wir gerade ja gesehen haben. So schaut's aus. Fährt so schön an uns vorbei. Nach Wismar, Zopp.
ganz leise. Jawohl. Die sind wohl sehr beliebt hier. Da kommt gerade noch einer. Ich wollte nach Hause fahren, da kann ich den auch noch mitnehmen. Da hält er auch an. Ja, sieht gut aus. Hinten kommt noch einer. Auch wieder mit so einem Hütchen auf dem Kopf. Aber die Hütchen sind jetzt besser. Früher waren die komisch, da sind die direkt aufgefallen. Ne? Ne? Die scheinen wohl hier gängig zu sein. Ja. Wenn ich jetzt diese 9-Euro-Ticket noch hätte, wäre ich jetzt da mitgefahren. Zeitlich schaffe ich das auch nicht, sonst würde ich da mitfahren. Schaut mal, was ich hier noch entdeckt habe. Das sind, glaube ich, sehr wahrscheinlich hier der Betriebshof oder so, habe ich gerade mal so entdeckt hier. Oder das sind ganz neue Setras, jede Menge. Sehen nicht schlecht aus. MAN, Setra und da hinten sind noch mehr Setras. Das sind sehr schöne Setras mit Doppelachse, so wie ihr sehen könnt. Ja, wirklich sehr toll. Jetzt müsste man nur wissen, wen die gehören, was die hier machen, ob das nagelneue Fahrzeuge sind. Ich bin hier einfach mal drauf gefahren. Ich gehe mal da hinten hin, vielleicht kann ich da ein bisschen näher was sehen. So, hier kann ich den auch noch mal ganz nah euch zeigen. Guck mal, mit so einem komischen Aufbau. City, MAN, Line City, Nordwest Mecklenburg GmbH. Aha, das sind also richtig Linienbusse, die hier so entweder stehen oder zum Verkauf. Da steht etwas dran. Warte mal, ich glaube, der ist zum Verkauf, oder? Was steht da drauf? Ne, nach Wismar. Na, Bürgermeister, Ordnungsamt. Ach, dass sie hier Ausnahmegenehmigung, dass sie hier stehen dürfen. Die haben Drucker und so alles drauf. Ja. Ne, wirklich schön. Lion City, verschiedene Modelle auch. Und die schönen Setras. Die Farbe, die ist auch schön. Nabus. Ja, dann dürfen die wohl hier so stehen. Gut, ich hau mal lieber wieder ab, bevor die mich hier wegjagen. So, der Kollege fährt jetzt auch weg. Und die Fahrer sind auch sehr schön alle gekleidet. Schön weiße Hemd, Krawatte. Ja, bestimmt hier sowas wie Stadtwerke oder so, städtische. Wirklich toll. So, ich bin wieder am Bahnhof angekommen. Natürlich versuche ich auch die Stadt so ein bisschen zu sehen, wenn ich hier bin, wenn die Zeit es erlaubt. Hier in Wismar war ich, glaube ich, noch nicht. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, vielleicht damals mit TK-Reisen oder so. Aber wirklich auch eine sehr schöne Stadt. Und überall natürlich Fischbuden, kann man Fischbrötchen essen und so. Wirklich eine sehr schöne Stadt. Ein paar von euch haben mal gesagt, warum machst du, stell doch mal das vor in eine Stadt. Wir machen ja keine Städtetour, Leute. Sonst müsste ich noch einen Kanal aufmachen und dann die ganzen Städte euch vorstellen. Aber wenn ich schon mal hier bin, was Sehenswertes, was Schönes, zeige ich euch natürlich. Und hier endet dieses Video. War jetzt nicht allzu lang, war ein bisschen kurz, aber hier gab es auch nicht zu sehen. Nicht viel zu sehen auf einem Sonntag. Aber wie ihr sehen könnt, wenn ihr mir in den Kommentaren schreibt, komm hierhin, komm dahin. Wenn ich das kombinieren kann mit irgendeiner Fahrt oder eine Freundin besuchen oder so, dann filme ich das natürlich für euch. Bleibt immer schön dran, dann werdet ihr immer wieder neue Städte, andere Busse, andere Busunternehmen und Züge und Bahnhöfe natürlich sehen. Bis dann, alles Gute, wünscht euch euer Mehmet Oğuz.